Oh, da werden wir direkt schon überholt. Ich weiß nicht, ob da... Wow, das tut mir leid, das war nicht meine Absicht. Oh Gott, was mache ich denn da? Aber ich gewinne zumindest ein paar Plätze. Moin Leute, herzlich willkommen zum zweiten Rennen in dieser Saison und damit herzlich willkommen zu Formel 1 2017. Wir befinden uns gerade in China bzw. Shanghai. Öffnen mal ganz kurz den Laptop, ein fettes Dankeschön für euer ganzes Feedback auf die erste Folge. Wir werden jetzt direkt mal weitermachen, indem wir ins zweite Training direkt reinslurpen. Danach kommt das Qualifying, dann mal wieder das Rennen. Und ja, ich bin gespannt, wie die Strecke ist. Das erste Rennen habe ich jetzt schon mal geskippt, also das erste Training. Gehen direkt hier auf die fliegende Runde. Oh, Leute. Also ich bin echt gespannt, weil Australien, die Strecke kenne ich relativ gut. Die bin ich jetzt noch nie in meinem jungen Leben gefahren. Es wird... Oh, ich muss unbedingt das DRS, die Taste. Ich habe keine Ahnung, wo das eingestellt ist. So, schön... runterbremsen, um hier direkt wieder raus zu beschleunigen. Bis dato ganz schön. Wetter ist ein bisschen bewölkt. Also, da werde ich mir den einen oder anderen Cocktail mal lieber verkneifen hier direkt vom Rennen. Direkt Start und Zielgerade. Einige Leute, da sind sie alle. Moin Savannah! Da habe ich den direkt da oben auf der Tribüne gesehen. Ich möchte auch ganz kurz mal erwähnen, ich bin kein Rennsport-Experte, aber ich muss sagen, Formel 1 Spiele bzw. Rennspiele machen mir eigentlich sehr, sehr viel Spaß und ich habe auch früher sehr, sehr viele gespielt, sei es nun Formel 1 oder Colin McRae Rally, Dirt, all diese ganzen Games, aber so wirklich präsent waren sie auf meinem Kanal bis dato noch nicht. So. Also ich kenne mich auch absolut nicht aus, vor allen Dingen bin ich auch, wenn es so um die Feintuning oder sowas in Sachen Autos, da habe ich keine Ahnung, da gibt es Leute, die können das wesentlich besser. Aber wir gucken uns jetzt hier einfach nur mal die Strecke an. Da versagt auch schon meine Stimme. Aber unser Ziel ist es, einfach nur nicht letzter zu werden. Falls ihr die letzte Folge verpasst habt, beziehungsweise die erste von Formel 1, zieht sie euch rein. Da teile ich meine Ziele mit. Denn wir fahren nicht für ein Top-Team, sondern ich glaube für Sauber. Die wollen wir ganz groß machen, meine Damen und Herren. Also unser Ziel ist es eigentlich nur nicht letzter zu werden. Mal gucken, ob wir das schaffen. Hier geht es ziemlich heiß zur Sache. Knacken hier die 300 km/h. Schnellste Runde Kimi Räikkönen. Okay. Jetzt hier wieder. Oh, da kommen wir weit raus. Das war nicht sonderlich gut. Und wir sehen auch, die Zeit läuft uns davon. Kimi hat hier wirklich sehr, sehr gut vorgelegt. Und da kommen wir nicht mal ansatzweise ran. Das werden viele, viele... Nein, es geht! Teamziele abgeschlossen. Saubere Runde. Ja, kein Problem. Da würde ich doch mal sagen... Okay. Da gehen wir direkt zurück in die Garage. Und werden uns gleich mal um das Qualifying kümmern. Denn das ist ja wesentlich wichtiger. So, Session-Info... Dann gehen wir direkt auf Beenden. Session verlassen. Ja, ja, ich habe eine mega gute Runde. Oh! Siebter! Okidoki. Jetzt geht's aber um die... Okay, der hat mich unterbrochen. Ich wollte ihn natürlich ausreden lassen. Kimi Räikkönen, Scuderia Ferrari, dann Mercedes AMG Petronas. Vettel auch da... Ja, ja, sieht eigentlich gut aus. Wo ist denn unser Kontrahent? Ach, Marcus Ericsson, das meine ich. Die Position wollen wir auf gar keinen Fall, die 20. Das ist nämlich mein Fahrerkollege. So, wir beenden das Ganze. Und jetzt geht's wirklich. Jetzt darf ich nichts verkacken. Es gibt noch ein drittes Training, meine Damen und Herren. So, Laptop. Fahrzeugmanagement. Verbrennungsmotor. Boah, da kann man sich, glaube ich, auch richtig geil reinfuchsen in das Spiel. Muss ich ganz... Also, ich finde das auch klasse, wie sich das entwickelt hat. Weil ich habe damals auf der PlayStation 1 habe ich... Ich glaube, Formel 1 2001 gespielt oder 2002. Das war echt, das war geil, aber da gab es bei weitem nicht solche ganzen Sachen hier. So, komm. Geh zu Training, yo. Da kann ich nämlich direkt ins Qualifying jetzt rein. Und weiter zum Qualifying. Ja, ich bin mir sicher. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Weiter. Oh Gott. Jetzt geht's rund. Jetzt wird's gleich richtig fruchtig. Oh, Mann, oh Mann. Blitzqualifying. Okay, hier ist alles.
Einigermaßen. Ja. Diesmal ist es auch hier ein bisschen fester. Ich weiß nicht, ob man sieht, wie alles wackelt. So. Voicemail anhören. Was ist da denn los? Mein Agent. Hi, ich wollte dir nur sagen, dass wir die Erwartungen des Teams für das kommende Qualifying erhalten haben. Oh. Ja. 17. oder höher ist mein Ziel. Oh, ich darf die nicht enttäuschen, sonst werde ich gefeuert, Leute. Aber Rivalität sieht cool aus mit Margus. Geht zu Blitzqualifying. Vielleicht kommen ja auch bald Angebote von der Scuderia. Aber ich möchte mir das natürlich erarbeiten. Aber eigentlich möchte ich auch sauber... Zuschauer aus aller Welt bei diesem F1 Qualifying hier in er unterbricht Shanghai. Mich schon wieder. Das Ganze keine Rolle. Aber wenn es für so viele doch da, da ist sauber. Wir sind hier im Sauberlager. Bin ich das? Nee. Aggressive Reifenmischung mit starkem Grip, aber geringer Lebensdauer. Ja, ja, ihr wisst schon, was ich machen muss, Jungs. Empfohlen für Q1. Ja, geht zur Strecke. Oh, jetzt geht's los. Direkt Start und Zielgerade. Kein Fehler darf ich mir erlauben. Da ist momentan der Führende. Oh Gott. Da habe ich schon... Da bin ich natürlich auch immer ein bisschen nervös. Weil ich weiß natürlich auch, dass mir jetzt der ein oder andere zuguckt beim Fahren. Also wenn das Video online ist. Und dann wird wieder gelästert. Boah, der kann ja nichts. Ich weiß. Dicker Dummkopf. Runter und wieder rauf aufs Gas. Rauf, 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 rauf. Bremsen. Und wieder hier schön die Kurve nehmen. Momentan sieht es noch ganz gut aus. Wir hängen an ihm dran. Jetzt zieht er uns hier auf der Geraden aber doch schon etwas davon. Momentan Hamilton auf Position 1. Spät gebremst. Viel, viel zu spät. Jetzt habe ich hier, jetzt komme ich in große Probleme. Nicht ins Kiesbett. Oh, 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 meine Damen und Herren. Also da wird es einige Probleme geben in der Startaufstellung. Ich möchte jetzt auch hier zumindest im Qualifying nicht dieses Zurücksetzen benutzen. Damit man eben, man kann ja in dieser Zeit ein bisschen zurückreisen. Der ist verfügbar, oh nein. Das wäre jetzt sehr, sehr hilfreich gewesen hier auf der Geraden. Und wieder den Bremspunkt verpasst. Nervosität macht sich breit im Sauberteam. Ja, das war jetzt vielleicht sogar mal die beste Runde. Aber da sieht man die Sekunden. 2. Oh Gott. 9. Platz wieder? Ja, sauber! Im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist gut. Weil wir haben gesehen, ich habe Fehler gemacht, aber die sind vermeidbar. Ist nicht so, als hätte ich jetzt jede Kurve perfekt gemacht und würde 2 Sekunden dahinter liegen. Jetzt wird's ernst. Rennen starten. Optimale Drehzahl. Kupplung. Im richtigen Moment. Runter von der Kupplung. Ja, alles relativ optimal. Jetzt heißt es, oh, da werden wir direkt schon überholt. Ich weiß nicht, ob da, wow, das tut mir leid, das war nicht meine Absicht. Oh Gott, was mache ich denn da? Aber ich gewinne zumindest ein paar Plätze. Wow, ich werde... Alter Falter, ich glaube, Verstappen hat mich gerade ein bisschen links noch touchiert. Aber kommen wir an ihm vorbei? Jetzt vielleicht ein bisschen später bremsen als alle anderen. Um dann sich direkt auf Position 4 zu slurpen. Meine Damen und Herren, das ist völlig verrückt. Verwarnung? Ja, zu Recht, gebe ich gerne zu. Das war alles nicht ganz so sauber. Im wahrsten Sinne unseres Teamnamens. Aber wir sind auf Position 4. Das ist weitaus besser, als ich das hätte erwarten können. Auch ein bisschen mit unlauteren Tricks. Wow. Okay, ja, alles im grünen Bereich. Aber die sind natürlich wahnsinnig schnell da vorne. Wir müssen einfach nur unsere Position verteidigen. Bloß nicht überholen lassen. Die drei da vorne sind... Oh, das wäre das Treppchen. Aber ich komme da wahrscheinlich überhaupt nicht ran. Aber ich werde mein Bestes geben. Ich werde mich jetzt versuchen, mega zu konzentrieren. Die gerade richtigen Punkt wählen. Zum Bremsen richtig schön runterbremsen. Da kommen wir ein bisschen ran. Beschleunigen raus, aber da ziehen sie natürlich wieder weg. In den Kurven zieht sich alles zusammen. Jetzt nochmal schauen. Hier meine Lieblingskurve. Haben wir relativ gut erwischt. Da wird gerade, glaube ich, versucht zu überholen. Vielleicht kommt es da zu einer Kollision. Oder eine Chance, die wir ausnutzen können. Weil die sich gegenseitig behindern. Ja, die Scuderia Ferraris, die
sind da ziemlich im Clinch. Hier haben wir beim letzten Mal Plätze gut machen können. Schaffen wir das auch dieses Mal? Nee, die sind viel, viel zu weit weg. Da können wir auch nicht dazwischen preschen. Aber wir kommen wieder ein bisschen ran. Okay, bloß keinen Fehler machen. Boah, jetzt, wenn ich von Fehlern rede, da kommt da direkt. Ah, da haben wir jetzt wieder viel Zeit verloren. Das ist nicht meine Stärke hier. Oh, der eine. Wir haben aber ziemlich viel Abstand zum Rest des Feldes. Abgesehen von dem Typen, der hinter uns ist. Der versucht uns jetzt auch zu überholen. Ricardo. Ganz locker geht er an mir vorbei. Ich versuche ein bisschen später zu bremsen. Rein in die. Ja, sieht gut aus. Ich habe irgendwas gedrückt. Egal. Ich hoffe, das geht wieder weg. Schnellste Runde. Vettel. Und ich glaube, der greift wieder an. Okay, DRS. Er kommt jetzt wieder. Und da zieht er an uns vorbei. Versuch jetzt nochmal. In wieder zu überholen. Hat, glaube ich, funktioniert. Sehr gut. Es fängt an zu regnen. Das gibt's nicht. Okay, jetzt dürfen wir uns gar keinen Fehler erlauben. Weil ich weiß überhaupt nicht, auf welcher Reifenmischung wir unterwegs sind. Und natürlich verliert man ziemlich viel Grip. Oh Gott, wieder die gleiche Kurve. Diesmal einfach vielleicht ein bisschen besser runterbremsen, um hier wieder die Ideallinie zu finden. Okay, alles gut. Die sind immer noch direkt hinter mir. Wieder hoch. Minus 2 Sekunden im Gegensatz zur letzten Runde. Vielleicht ist der Regen aber auch eine Chance für uns. Weil im letzten Rennen sind wir auf Regen super gefahren. Bremspunkt richtig wählen. Runter damit. Wow. Oh Gott, jetzt haben wir die Box gerade ziemlich offen gelassen. Aber es hat uns niemand gecatcht. Also ich meinte eigentlich die Tür offen gelassen. Okay, ist jetzt gleich die 4. Runde. Wir müssen nicht mehr lange überleben. Aber jeder Fehler, vor allen Dingen jetzt auf der nassen Strecke, könnte uns natürlich alles kosten. Ganz ruhig. Ey, der Regen wird immer stärker. Oh, wieder raus hier. Wow. Der eine ist schon wieder in Schlagdistanz. Runter. Alter Schwede, ich merke einfach, wie ich immer weniger Grip habe. Wie ich hier teilweise richtig schön slide. Bisschen um die Kurven driften. Ausbeschleunigen. Ah, da kommen wir zu weit auf die Curbs. Aber hinter uns sieht noch alles clean aus. Oh nein. Vorsichtig. Boah, das war... Da kommt er! Das war nicht mit Absicht. Ich kann den Wagen gerade noch so fangen. Verwarnung, Kollision mit Bottas. Ja, es tut mir leid, das war nicht mit Absicht. Ich musste nur irgendwie wieder auf die Strecke. Alter Falter, das war knapp. Da ist mir nämlich der Wagen auch richtig schön abgehauen. Aber bis dato keine Durchfahrtsstrafe. Alles gut. Auch wenn da vorne einer ausfallen würde. Das wäre so krass. Alter, wie krass der Regen auf einmal wird. Ja, ich muss auf jeden Fall wesentlich früher bremsen. Jetzt könnte ich aber hier... Jetzt werde ich das auch tun. Ich möchte gerne hier sofort Wiederholung. Das Rückblenden-Feature einkacheln. Denn da kann man eben, wenn man es mega verbaut hat... warte mal, wie gehe ich zurück? L2, genau. Rückblende aktiviert. Und dann einfach früher bremsen. Und dann richtig schön auf die Bremse latschen. Jetzt. Ich gehe einfach jetzt schon mal runter, damit ich hier schön easy going um die Kurve komme. Das war doch wesentlich, wesentlich besser. So, jetzt gibt's gleich die letzte Runde. Oh Gott. Alter, man merkt das so krass. Oh, sorry. Bottas. Ey, es regnet so krass und ich verliere so viel Grip. Aber er kachelte auch. Oh, sorry. Ich sehe fast nichts mehr. Ich muss jetzt an ihm dranbleiben. Um jetzt gleich in der nächsten Kurve muss ich alles riskieren. Wieder später bremsen als er. Schön in, schön in. Sehr gut. Das kann was werden. Er versucht da außen. Aber ich mache die Tür zu. Sehr gut. Das schaffen wir. Komm schon. Wow. Curbs sind, glaube ich, immer relativ gefährlich.
in puncto Gripverlust. Oh, rechtzeitig. Nicht verkacken. Nicht in den letzten Kurven. Ich muss auch gleich rechtzeitig bremsen nach der langen Geraden. Okay, volle Konzentration. Der wird gleich wieder versuchen anzugreifen. Ich werde das nicht zulassen. Einfach nur rechtzeitig bremsen. Und da versucht das wieder. Diesmal bremse ich. Komm, runter, 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 runter. Da kommt er nicht vorbei. Rennsieger Lewis Hamilton. Herzlichen Glückwunsch, Lewis. Aber bei Piedesel geht es jetzt um viel wichtigere Sachen. Nein. Da kommen wir. Nee, das geht noch, das geht noch. Karierte Flagge. Zieh, Piedesel. Lass dich jetzt nicht noch catchen. Komm. Ja! Yes, yes, yeah! Mann! Boah! Danke. Boah. Ach Mensch, ja, Jungs. Wo ist denn mein Team, was feiert? Wo sind meine Jungs? Jungs? Hallo? Bin ich das? Jawohl, da bin ich. Die Siegerfaust. Also, für mich war es, fühlte sich an wie ein Sieg. Herzlichen Glückwunsch, Lewis. Ist das, glaube ich, sein zweiter Sieg schon? Oh Mann, da möchte ich auch mal oben stehen. Vierter Platz. Hat er einen Nasenring? Also, er hatte hier so einen Nasenstecker, der Lewis, oder? Habe ich mir das nur eingebildet? So, ja, ja, ist ja schön. Ha! 12 Punkte, krass. Wo ist unser Kollege? Ach! Ja. Da kommen die Punkte! Oh, zurückgezogene Strafen. Nee, zugezogene Strafen. Weiter? Oh, da! Endposition 4, straffrei, schnellste Runde. Batz! Ey, die müssen mega zufrieden mit mir sein. Da unten sehen wir auch den Ruf bei den anderen Teams. 8000 Karrierepunkte. Nächstes Wochenende. Wo geht's denn als nächstes hin? Da bin ich mal gespannt. Oh, nach Bahrain! Meine Damen und Herren, das war's mit der heutigen Folge von Formel 1 2017. Wenn es euch gefallen hat, ihr Bock auf mehr habt, lasst eine Bewertung da und habt noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.